Gott. Und ich hoffe, heute klappt alles gut mit der Technik, denn ich bin echt ein bisschen nervös. Weil beim letzten Livestream war das ja ein bisschen aufregend, was die Technik so angeht. Ich freue mich megamäßig, dass wir heute am Feiertag zusammen steppen können und das auch mal nicht abends, sondern morgens. Und ich dachte theoretisch, dass ein bisschen mehr Tageslicht reinkommt, aber das ist leider nicht der Fall. Aber dafür schneit es bei mir ganz schön. Ich habe gerade auch schon im Chat geschrieben, dass mir echt kalt ist. Also wir müssen uns erstmal ein bisschen warm machen, also auch die Hände. Aber das machen wir gleich beim Warm-up. Was du auf jeden Fall brauchst, ist ein Glas mit Wasser am besten. Denn es wird, denke ich, schon auch ein bisschen schweißtreibend. Wir werden jetzt 45 Minuten eine Easy-Step-Stunde machen. Und ich werde sogar auch auf die andere Seite des Steppers gehen und wir werden eine Drehung einbauen. Also, wenn das aber für dich nachher zu viel wird, dann ich biete dir einen Aufbau an, so wie immer, sodass du langsam mitkommen kannst. Und wenn dir was zu viel wird, dann lass es weg. Definitiv. Einfach beim Aufbau bleiben und dann haben wir alle zusammen Spaß. Es wird heute ein bisschen anders sein beim Aufbau, wie vielleicht du schon mitgemacht hast bei meinen Kursen. Ja, ich bin super freudig. 50 Leute sind schon da. Und gerne schreibt doch bitte in den Kommentaren, guten Morgen, Anna. Guten Morgen, Brigitte übrigens noch. Und die Genie ist auch da. Die Genie war letzte Woche bzw. vor 2 Wochen auch dabei, wo meine Panne passiert ist. Also mega cool auf jeden Fall. Ja, ihr merkt schon, ich habe einen mega Redeflash und ich würde sagen, wir legen einfach los, weil dann rede ich nicht mehr so viel und wir wollen ja etwas schwitzen. Gut, ich bin ganz aufgeregt, ob das mit der Musik gut passt. So, jetzt müsst ihr die Musik hören und wenn die Musik für euch zu leise ist im Laufe der Zeit, ich mache sie gerne ein bisschen lauter. Das Ganze ist natürlich live und man hat eventuell Verzögerungen, teilweise in der Musik und im Bild. Also lass dich nicht beirren, falls ich mal nicht ganz auf dem Takt bin. Das kann auch durch die Übertragung sein. Das heißt, hör du auf deine Musik und vielleicht bist du dann immer ein bisschen früher wie ich. Wer weiß. So, Pauline ist auch am Start. Ja, mega gut. Guten Morgen, Tina. Und wir legen los. Gut, stell dich erstmal hinter deinen Step und atme schön tief ein. Einatmen und ausatmen. Wir genießen, dass wir jetzt richtig schön mit 3/4 Stunde zusammen schwitzen können. Und aus, letztes Mal. Und easy, Tap Front. Einfach nur rechts und links. Gut, nimm die Arme ganz locker mit. Wir starten ganz easy. Also ich empfehle auf jeden Fall, den Stepper auf der tiefen Stufe zu lassen, wenn du jetzt Easy Step machen möchtest. Wenn du aber natürlich ein bisschen mehr haben möchtest, kannst du gerne den Stepper hochstellen. Also wenn du sagst, ach Niki, ich mache eigentlich deine fortgeschrittenen Videos, dann gerne auf den Stepper hochstellen, gell? Diagonal Tap. Einfach nur Tipp auf die Kante rechts und links. So, wir grooven uns langsam ein und nehmen mal die Arme ein bisschen mehr mit. Das heißt hier rechts und links. Und wenn es schon eine Schwierigkeit wird, mit Füßen und Händen kombinieren, dann lass die Arme einfach weg. Wichtig ist, dass du Spaß hast. Tap up. Tap up. Ganzer Fuß auf den Stepper. Und du tippst nur ganz leicht hier hinten. Hopp, tap. Zack, tap. Nimm mal die Arme mit, vor und rück. Je mehr Arme du mitnimmst, desto anstrengender wird's. Deswegen schau, dass deine Arme immer aktiv mit dabei sind. Vor allem jetzt natürlich im Warm-up. Gut. Single Knee oder auch Knee Lift. Einmal rechts, einmal links. Oh. An meiner Decke gelandet gerade. Hopp, zack. So, schöne Knee-Lift bleiben. Deine Arme nimm mal so mit, wie es einfach reinläuft. Und so oder so. Egal, was ich mache. Ihr könnt gerne immer euer Ding draus machen. Das heißt, immer so die Arme mitnehmen, wie es euch gut tut. Und wie ihr sagt, das läuft zum Beispiel rein mit Arm nach oben. Oder Arm zur Seite. Ich biete heute aber ein paar Armvariationen an.
Also ganz typisch, untypisch. Gut, jetzt diagonal. Arm zur Seite schieben. Hopp, dass du den Oberkörper leicht rein rotierst. Hopp, tapp. Mach dich schön lang. Und bleib dabei. Wir achten nochmal drauf, dass der ganze Fuß auf dem Stepper ist, weil wir wollen nicht abrutschen. Und geh nicht immer zu weit vom Stepper weg, sondern bleib ziemlich nah. Achtung, nimm mal deine Arme hoch und tief. Auf und ab. Gut. Schönes Knie nach oben. Und die Arme mitnehmen. Jetzt wird es mir langsam warm. Zum Glück. Ich habe extra die Heizung vorher ausgestellt, weil ich dachte, das wird nachher noch schweißtreibend. Hüpp, tschack. Gut, die Arme nochmal locker, nur das Knie nach oben. Und auf dem Knee-Lift machen wir schon einen kleinen Kick. Kick, hopp, Kick. Brauchen wir für später. Aber noch ist es Warm-up, also noch kickst du gar nicht so hoch. Die Arme wieder locker mitnehmen. Und jetzt kicken wir nicht nach vorne, sondern kick mal nach hinten. Hopp, kick zurück. So ein bisschen fliegend quasi. Die Arme darfst du noch parken. Kümmere dich mal nur um die Füße. Und beim Step ist es schon echt wichtig, dass du auf deine Knie achtest. Dass das Knie nicht rumloddert, sondern dein Knie ist über dem Sprunggelenk. Vor allem, weil wir immer so schräg auf den Stepper gehen, ist es immer gar nicht so leicht. So, jetzt nehmen wir die Arme mal mit. Lang über Kopf. Hopp, tack. Auch hier noch ein bisschen eine kleinere Bewegung. Wir werden nachher ein bisschen größer. Hopp, tack. Nach hinten abspreizen, Arme lang. Wie gesagt, wenn dir die Arme zu viel werden, kannst du die auch mal in der Choreo weglassen. Ich habe noch gar nicht erzählt, wie viele Blöcke wir haben. Ganz typisch für mich. 3 Blöcke, 2 längere, einen kürzeren. Kriegen wir hin. 4, 3, 2, tap up. Tap up. Gut. Nochmal rechts und links. Und nimm deine Arme mit. Hopp, tack. Wir üben noch einen Schritt und zwar den Repeater. 3, 2, 1. Der Repeater, 3 Knee Lifts. Nochmal. Hopp. Und nochmal. Tack. Bleib dabei. Das ist unser Repeater und den brauchen wir für später. Denn den werden wir jetzt gleich ein bisschen verändern. Aber im Warm-up bleiben wir noch genau so. So. Aus dieser kleinen Repeater-Bewegung wollen wir jetzt mal ein bisschen größer werden. Indem du einfach mal das Knie richtig schön hochziehst, dass du richtig warm wirst. Hopp. Man merkt schon, es ist ganz anders anstrengend. Wie wenn man hier unten rumdümpelt. So kann man natürlich auch einen Repeater machen. Das sieht vielleicht auch ganz cool aus, aber wir wollen ja ein bisschen Cardio machen. Hopp. Bleib dabei. Und dann starten wir gleich mit Block Nummer 1 mit einem Schritt, den wir noch nicht gemacht haben. Tap up. Tap up. Tap up. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Achtung, komm mal her, basic. Rechts, links. Rechts, links. Keine Angst, ich komme nachher zu dir. Wenn es dann ein bisschen schwieriger wird, dann komme ich mit dem Rücken zu dir. Dann kannst du es besser nachvollziehen. Bleib nochmal im Basic, nimm die Arme mit. Bleib dabei. Hopp, hopp. Und gib immer einen Repeater. 3. 3, 2,
und basic auf links. Links, rechts. Links, rechts. Hop, hop. Bleib dabei. Alles schön mitnehmen, ganzer Fuß auf dem Stepper. Zack, zack. Zwei. Und Achtung, Repeater 3. 3, 2, 1. Tap out. So. Wir brauchen jetzt nur noch 2 Basic und 1 Repeater. Aber ich komme zu dir. Gib mir mal 2 Basic. Basic und Repeater 3. Und Basic. Basic, Repeater 3. Gut. Nochmal, Basic 2 Stück. Repeater 3. Basic. Und nochmal Repeat. Tap up. Gut, genau so. Und die verändern wir jetzt. Gib mir mal die Basic. Hop, hop. Hop, hop, Repeater 3. Und Tap Up. Wir setzen noch die Tap Ups dazwischen, dass die Veränderungen nicht so schnell kommen. So, 2 Basic. Hop, hop. Repeater 3. Und Tap Up. Bleib im Tap Up. Wir warten auf den Drop. Zwei, Basic, hopp, hopp, Repeat 3, Tap up, 4 Stück, so, bleib mal bei deinen 2 Basic und schau mal zu, was ich aus diesem Basic mache. Basic, Repeat 3 und Tap up. Wir bleiben auf dem Stepper, öffnen auf und schließen. Schau noch mal zu, bleib bei deinen 2 Basic. Hoch, hoch und tief. Repeat. Tap up. Okay? Also wir öffnen auf zur Seite. Versuch mal mitzukommen. Komm hoch, links. Links öffnen. Links schließen. Repeat 3. Das Dreadle. Tap up. Wir verändern nur den Straddle. Nochmal, komm hoch, hoch, öffnen, schließen, zurück, Repeat 3. Tap up. Gut, und wichtig, bei den Tap ups immer schön die Arme mitnehmen. Straddle, komm hoch, hoch, öffnen, schließen, tief, Repeat. Tap up. Hüpp, tap. 4, 3, 2, nochmal Straddle, öffnen, schließen, repeat. Ich gebe mir echt Mühe mit meinen Armvariationen, okay? Also versucht mal, wenn ihr jetzt die Füße koordiniert bekommt, die Arme mitzunehmen. Komm hoch, Straddle, hopp, hopp, öffnen, schließen, tief, repeat. Tap up. Ich finde es selber mordsmäßig schwer, ehrlich gesagt. Und die Bibi hat mich richtig herausgefordert. Straddle, komm hoch. Hoch, öffnen, schließen, tief. Repeat. Tap up. Okay. 4, 3, 2, nochmal Straddle. Hoch, öffnen, schließen. Die Arme gehen nach, oh, Repeater. Tap up. So, ich hoffe, ihr habt weitergemacht. Die Arme gehen schön mit raus und hoch, okay? Nochmal, Straddle, komm hoch, hoch, öffnen, schließen, tief, repeat, tap up. Wenn das jetzt schon so geht mit den Nicky-Momenten. 4, 3, 2, Straddle, hoch, links, rechts, schließen, tief. Ich erzähle euch mal, wie das mit den Armen funktioniert. Bleibt dabei. 4, 3, 2. Hier, rechts, raus, links, raus, hoch.
tief. Oh. Tap up. Wenn ich mich zu sehr auf die Arme konzentriere, dann vergesse ich meine Repeater. Nochmal, straddle. Hopp, hopp. Raus, hoch und tief. Repeat. So, den dürfen wir nicht vergessen. Tap up. So, meine Lieben. Starte mit dem Straddle. Let's go. Hopp, hopp. Öffnen, schließen, tief. Repeat. Gib mir mal nochmal Repeater 3. Wir arbeiten jetzt ein bisschen an dem Repeater. Nochmal Repeat. Straddle. Hoch, öffnen, schließen, Repeat 3. Gib mir nochmal genau den Repeater oben. Und Repeat. Tap up. Tap up. Wir verändern den Anfang nicht. Der Anfang bleibt beim Straddle. Und wir setzen jetzt 3 Repeater rein und verändern die. Und es ist immer dieselbe Art der Variation, okay? 4, 3, 2, komm hoch. Hoch, öffnen, schließen, tief. Repeat. Oben, unten, oben. Nochmal. Oben, unten, oben. Nochmal. Hopp, tief. Straddle, los geht's. Hopp, hopp, tack, tack. Und repeat. Nochmal. Oben, unten, oben. And go. Straddle. Oben, unten. Bleib oben, unten. Nochmal. Und nochmal straddle. Komm hoch. Hoch. Zack, zack. Hier können wir richtig schön die Arme verändern. Und wir variieren unseren Repeater zum L-Step nochmal. Tap up. Wenn du eine Änderung siehst, dann musst du nicht immer gleich mitkommen. Du kannst noch beim Alten bleiben. Und wenn du merkst, was passiert, dann komm mit. 4, 3, straddle. Komm hoch. Hopp, hopp. Öffnen, schließen. L-Step. Hopp, tack. Du kommst raus. Knee, knee. Nochmal. Raus. Tipp, tipp, tap up. Gut. Also, wir machen aus dem Repeater einen L-Step. 4, 3, 2. Wir starten mit dem Straddle. Komm hoch. Hoch, öffnen, schließen, tief. L-Step. Nochmal L-Step. Hier nehmen wir auch die Arme mit natürlich. Und L-Step. Tap up. So, es gibt jetzt mehrere Varianten dieses L-Steps. Und ich habe mich dafür entschieden, den inneren Fuß nach vorne zu tippen. Schau es dir nochmal an. 4, 3, 2 and go. Hopp, hopp. Öffnen, schließen, tief. Tipp. Also hoch, tipp vorne, hoch, nochmal, hoch, tipp vorne und straddle. Los geht's. Hopp, hopp. Öffnen, schließen, tief. Hoch, tipp vorne, hoch. Wenn dir die Arme noch zu viel werden, lass sie weg. Nochmal, hoch, tipp. Und tap up. Block Nummer 1 ist noch nicht fertig. Wir brauchen nur noch einen L-Step. Ein Straddle, ein L-Step, okay? 4, 3, 2 und Straddle. Hopp, hopp, tack, tack. Hoch, tief und L-Step oben. Tipp vorne. Tap up. Dann machen wir was anderes rein. 4, 3, 2 und straddle. Und L. Hoch, tipp tief, tap up. So. Nächste Runde gibt es schon wieder eine Änderung. Straddle, komm hoch. Hoch, öffnen, schließen, tief. Oben, tipp. Single knee, knee lift. Und knee lift. Tap up. Straddle, los geht's. Hopp, öffnen, schließen, tief, L-Step. Knee lift,
Knee Lift. Tap up. Nochmal Straddle. Hopp, hopp. Öffnen, schließen, tief und hoch. Tipp tief. Knee Lift. Knee Lift. Tap up. 4, 3. And go. Komm oben und tief. Knee Lift. Knee Lift. Tap up. Mambo Cha-Chas. Straddle. Und L-Step. Keine Angst. Mambo Cha-Cha. Mambo oben. Wechselschritt. Oben. Wechselschritt. Tap up. Wir machen es nochmal. Straddle. Hopp, hopp. Tack, tack. Und L. Mambo Cha-Cha. Mambo. Duck, duck, duck. Hopp, hopp. Duck, duck, duck. Tap up. Wir sind so super klein. Tap up. Wir müssen uns so super klein machen mit den Mambo Cha-Chas. Und das verändern wir jetzt. Wir werden ein bisschen größer, weil wir auf den Boden gehen. Also, pass auf. Wir starten. Straddle. Hopp, hopp. L-Step. Oben. Tief. Mambo Cha-Cha Boden. Mambo Cha-Cha. Tap up. Gut. Nochmal. Straddle. Hoch. Seite, Seite. Mitte, Mitte. Tief. Und Mambo Cha-Cha Boden. Da kommen schon gleich, also da kommen bei mir automatisch die Arme. Straddle. Hopp, hopp. Da muss ich mich nicht konzentrieren. Und auf. Tief. Mambo Cha-Cha. Tap up. Nochmal. Straddle, los geht's. Hopp, hopp. Öffnen. Schließen. Tief. Und hoch. Und tap, tap. Mambo Cha-Cha. Das müsst ihr euch merken. Tap up. Tap up. Nochmal. Straddle. Nicht rauskommen lassen. L-Step. Ich bin dein Spiegelbild. Mambo Cha-Cha. Tap up. Probier's nochmal. Straddle. Komm hoch. Links, rechts. Hopp, hopp. Und L-Step. Mambo Cha-Cha. Hopp. Duck, duck. Hopp. Duck, duck. Und ich komme nochmal zu dir. Letztes Mal. Straddle. Und hier L, komm hoch, tief, Mambo Cha-Cha, tap up, let's go, straddle, hopp, hopp, öffnen, schließen und hoch, tief, Mambo, tap up, Block Nummer 1 geschafft, trink ein Schlückchen, ich schau mal, was die Musik so sagt. Guten Morgen, guten Morgen. Sehr cool. Also, wir haben jetzt Block Nummer 1. Ich habe hier gerade gecheckt, ob das mit der Musik passt. Keiner hat sich beschwert, deswegen hoffe ich, es passt. Ich mache mich, glaube ich, noch einen ganz kleinen Ticken leiser, weil ich sehe immer, dass ich gelb schieße. Wir starten dann gleich mit Block Nummer 2. Tap up. Du kannst natürlich immer, wenn du keine Pause machen möchtest, im Tap up bleiben, ist ja klar. So, jetzt kannst du ungefähr einschätzen. Block Nummer 1 würde auch mit einem hohen Step gehen. Deswegen, also wenn du fortgeschritten bist oder Mittelstufe, dann kannst du gerne auch den Stepper hochstellen. Wobei wir gleich noch über den Stepper gehen, also kannst du die Pausen immer nutzen. Gut, nochmal, Tap up. Wir grooven uns nochmal langsam ein, machen nochmal Block Nummer 1. Ich habe heute vergessen, mir ein Handtuch mitzubringen, mir hinzulegen. Hätte ich vielleicht machen sollen. 4, 3, 2, nochmal Nummer 1, Straddle. Hoch, öffnen, schließen, komm tief. L-Step, hoch, tap, Mambo Cha-Cha. Hopp, Cha-Cha, tap up. Das Ganze nochmal, Straddle, los geht's. Hoch, öffnen, schließen und L-Step. Mambo Cha-Cha. Tap up.
Nochmal Block Nummer 1. Komm, Straddle. Und dann starten wir mit Block Nummer 2. Und hoch, tipp tief. Mambo Cha-Cha. Tap up. 4, 3, Straddle auf links. Hoch, öffnen, schließen. Tief. Mambo Cha-Cha. Tap up. So, ich brauche Single Knee und Single Knee und ein Mambo. Ein Mambo. Tap up. Eigentlich ein Basic, aber der Mambo ist auch okay. Brauchen wir eh später. 4, 3, nochmal. 3 Knee Lift. Knee Lift hier, Knee Lift da. Und nochmal. Gib mir mal jetzt Basic. Basic. Tap up. Den brauchen wir an der Stelle. Den Basic. 4, 3, 2, Knee Lift, Knee Lift, nochmal und Basic. Also Block Nummer 2 besteht jetzt erstmal aus 3 Knee Lifts und einem Basic, Knee Lift. Und im Warm-up haben wir schon alles gemacht, Basic, was wir aus diesen Knee Lifts machen, Tab Up. 4, 3, 2, Knee Lift. Wir machen keine Tab-Ups dazwischen. Basic. Knee Lift. 3, 2 und Basic. Nochmal Knee Lift. Und Basic. Tab-Up. Weil es eine Änderung gab, hole ich euch wieder zurück. Den ersten Knee Lift fliegen wir, den zweiten kicken wir und den dritten nochmal fliegen. Los geht's. Fliegen, kick, flieg, basic, tap up. Also schon gleich die Veränderung rein. Das Fliegen kennt ihr aus dem Warm-up und den Kick auch. Los geht's, flieg, flieg hier und kick. Und nochmal flieg und basic, tap up. Ich würde sagen, wir machen es nochmal links und dann ohne Tap-Ups. Flieg, Kick, Flieg, Basic, Flieg, Hop, Kick, Flieg und Basic und Flieg nochmal. Hop, das haben wir jetzt richtig drin. Hop, Hop, Basic und nochmal Flieg. Mal auf links, Hop, Kick und Basic, Tap Up. Wir setzen wieder die 4 Tap Ups dazwischen, denn jetzt werden wieder weitere Änderungen kommen. Flieg und Kick. Bleib bei dem, was du kannst, Flieg und Basic, Tap Up. Der Basic wird zum Turn, okay? Let's go, flieg. Flieg, kick, flieg und dreh dich. Turn. Hop, hop, tap up. Du musst dich nicht drehen. Wenn es dir unangenehm ist, dann bleib beim Basic. Let's go, flieg. Hop und kick. Hop, flieg, turn. Links, rechts, tap. Ich erzähl dir mal, über welche Schulter du drehen musst. Kick. Flieg. Dreh dich über links. Hop, hop, tap up. Gut. Wir machen es noch einmal rechts, einmal links. Und dann geht's weiter. Flieg. Ich will euch nämlich vollends verwirren. Und dreh dich über rechts. Tap up. So. Noch einmal links. 4, 3, 2 und flieg. Hop, flieg. Und kick. Flieg. Und dreh dich. Tap up. Wir setzen jetzt was an den Anfang. Und zwar 2 Basic. Komm mal 2 Basic. Hoch, tief. Flieg. Hopp, tack, kick. Und flieg. Dreh dich. Tap up. 4, 3, 2 Basic. Come on. 2,
1. Flick. Kick. On Flick. Dreh dich. Tap up. Nochmal. 2 Basic. Jetzt kommen meine Mambos. Flick. Die Mambos, die ich vorhin schon außerdem eingebaut habe. Hop, zack. Tap up. So. Gib mir mal 2 Mambos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Flick. Kick. Flick. Dreh dich. Tap up. Und nochmal 2 Mambo. Mambo und Mambo und Flick. Und auch da werde ich wieder eine Drehung einbauen, die du nicht mitmachen musst. Dreh dich. Tap up. Und Mambo. Wir machen nämlich hier einen Pivot. Mambo. Flick. Hüpp. Und Kick. Flick. Und dreh dich. Tap up. So. Dreh dich. Pivot. Du drehst dich über links. Und Mambo. Flick. Kick. Und flick. Dreh dich. Tap up. Nochmal. Let's go. Dreh dich. Pivot. Hopp. Hopp. Und Mambo. Flick. Und kick. Und flick. Und dreh dich. Tap up. Es ist was passiert. Schau mal hin. Mambo, Pivot. Pivot, Mambo, Flick, Kick, Flick und dreh dich. Tap up. Noch einmal, schau es dir nochmal an. Let's go. Pivot, Mambo, Flick rüber und Kick drüben. Dreh dich über rechts zurück. Flick nach Hause und turn. Tap up. Tap up, tap down, tap up. Das ist jetzt nicht einfach, ich weiß. Für alle, die schon eher Richtung Mittelstufe gehen, die machen das mit links. Aber wenn du heute zum allerersten Mal Step machst, dann wird es schwierig. Eine kleine Herausforderung. Pivot, dreh dich. Und hier, komm mal rüber, über den Step. Jetzt Kick auf der anderen Seite. Dreh dich über links und komm mit dem rechten Fuß zurück. Dreh dich. Tap up. Puh. Let's go, pivot. Und Mambo. Komm rüber, Kick Boden, komm nochmal, flieg rüber und dreh dich. Tap up. Wenn das klappt, dann ist es so schön. Dreh dich, Mambo und flieg, Kick und flieg, dreh dich, tap up. Halt durch, dreh dich. Ich werde es nochmal ein bisschen einfacher zeigen gleich. Flick und für alle, Kick, die Sache jetzt schon intus haben, die bleiben natürlich dabei. Ich hole dich ab, wenn du jetzt nicht mehr mitkommst. Pivot. Flick. Du kannst hier bleiben. Kick. Flick. Und dreh dich. Tap up. Du musst nicht rüber, du kannst beim Aufbau bleiben. Nochmal Pivot oder 2 Mambo. Flick. Kick. Flick. Und dreh dich. Gut, wir machen nochmal einmal volle Block 1. Pivot, dreh dich. Hopp. Hopp. Mambo. Langes Bein. Flick. Kick. Und flick. Und dreh dich. Tap up. Noch einmal links. Pivot. Kick und flieg und dreh dich. Tap up. Gut, ich würde sagen, unser Kopf braucht eine kurze Pause. Trink ein Schlückchen. Wenn du möchtest, kannst du auch im Tap up bleiben. Jetzt bräuchte ich mein Handtuch. Hey. Alle noch dabei. Mega. Es gibt ja immer welche, die eben vom Sofa aus zugucken. Aber auch das gilt, aber du kannst es danach machen. Wir haben nur noch einen Block 3, einen ganz kleinen, Tap up. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal nochmal Block Nummer 1. Und zwar war das Straddle, L-Step, Mambo Cha-Cha. Okay? Block Nummer 1,
müssen wir den wieder rausholen, aus den Taschen rauskramen oder dem Hinterstückchen. Los geht's, Dreadle. Hopp, hopp, öffnen, schließen, komm tief, L-Step. Mambo Cha-Cha. Tap up. Und nochmal, genauso, Straddle, komm hoch. Hopp, hopp, öffnen, schließen, komm tief, L. Mambo Cha-Cha. Tap up. Nummer zwei, Pivot, dreh dich. Hopp, hopp, Mambo. Flieg rüber, flieg und kick. Flieg, dreh dich. Tap up. Nochmal, Pivot. Hopp, hopp. Und Mambo. Flieg rüber, kick. Flieg, dreh dich. Tap up. Nummer 3, Repeater 3. Zwei Basic. Unser dritter Block besteht aus einem Repeater und zwei Basic. Basic. Repeater 3. Basic. Ich habe schon eine Veränderung gemacht. Repeater 3. Schau nochmal zu. Knee, knee, knee. Basic. Knee, 2 Push. Knee, Push, Push. Und Basic. Nochmal, knee, knee, push, push, basic. Nochmal, knee, push, push, basic. Wir verändern nur noch einen Push. Knee, push, push, basic. Der erste Push geht auf den Boden, okay? Knee, push, Boden, push, step, basic. Es ist noch mega unspektakulär, gell? Knee, knee, push Boden, push, step, tap, oh, basic, das fängt wieder an. Knee, knee, push, push. Knee, knee, push, push, basic. Es ist genau die gleiche Zählzeit und genau der gleiche Schritt. Bloß, dass du jetzt größer wirst. Basic, basic. Ein Knie, ein Push Boden, dreh dich wieder zum Step, Push, Basic. Okay? Let's go. Knie, Push, Basic. Nochmal. Knie, Push Boden und hier zwei Basic. So, die verändern wir jetzt. Let's go. Knie, Push, Single Knee, Knee Lift, Knee Lift, Tap Up. In zwei Knee Lifts, dass wir die Richtung jetzt ein bisschen besser haben. Let's go. Unser Repeater. Push. Und Knee Lift. Knee Lift. Tap up. Wir starten Block Nummer 3 mit dem Knee Push. Let's go. Knee Push. Knee Lift. Knee Lift. Nochmal. Knee Push. Knee Push. Nochmal Knee Lifts. Wir bleiben dabei. Knee Push. Dass du das schön übst. Einer noch. Knee Lift Push. Push. Und tack. Tap up. Wir verändern jetzt nur noch die Knee Lifts. Und zwar wird das ein Tango und ein Push. Wenn du noch nichts mit dem Tango anfangen kannst, dann keine Angst, ich baue wieder auf. 4, 3, 2, Knee Push. Knee, Push, 2 Push, 1 Push. Tap up. Der Tango besteht aus 2 Push, Knee, Boden und hier 2 Push, 1 Push. Tap up. Dazu habe ich auch mein Tutorial gemacht zu dem Tango, weil der einfach in jeder Choreo vorkommt. Let's go. Knee, Boden und Push. Tango, oben und tief. Push. Tap up. Das ist ein richtiger Push-Block, merke ich gerade.
Push, 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 push. Knie, Boden, dreh dich so rein, Tango und eine. Tap up. Das ist Block Nummer 3, mehr ist es nicht. Wir machen es nochmal rechts und links ohne Tap ups. Let's go. Knie, Push, Tango. Nochmal, Knie, Push, Knie, Push, dreh dich, Tango und eine. Nochmal, let's go. Knie, hopp, Tango, Knie, Boden, Tango und Push, Tap up. Block Nummer 3 geschafft. Jetzt raucht der Kopf schon. Wir haben jetzt 1, 2 und 3 und die machen wir hintereinander weg. Und wir machen keine Pause mehr, denn wir haben nicht mehr viel Zeit. Also die Zeit nehmen wir uns, weil ich rede ja immer so viel am Anfang. Hopp, hopp. So, jetzt haben wir alles und ich freue mich immer auf den Moment. Das ist auch der Moment, wo Banane im Kopf wird. Nummer 1, Straddle, los geht's. Hopp, hopp, öffnen, schließen und L-Step. Oben, tipp tief, Mambo Cha-Cha. Tap up. Und nochmal, Straddle, los geht's. Nummer 1, hopp, hopp, öffnen, schließen, L-Step. Mambo Cha-Cha. Tap up. Wir starten Pivot Turn Nummer 2, dreh dich. Pivot, einer, flieg, komm rüber, kick, flieg und dreh dich auf dem Brett, tap up. Nochmal, pivot und einer, flieg rüber, du kannst auch hier bleiben, kick, flieg nach Hause und dreh dich, tap up. Nummer 3, Knieboden. Boden, Tango und nochmal Knie Boden, Knie Push Boden und Tango und eine Tap Up. Gut, ich würde sagen, wir machen es nochmal genau so mit Tap Ups. Im Block 2 werde ich bei der leichten Variante bleiben, werde aber das Schwierigere ansagen, also nicht durcheinander kommen. Straddle, hopp. Und L-Step. Mambo Cha-Cha. Hopp. Tap up. 4, 3, Straddle. Los geht's. Hopp, hopp. Öffnen, schließen. L-Step. Mambo Cha-Cha. Tap up. Nummer 2. Dreh dich. Pivot, turn. Pivot. Und einer. Flieg rüber, kick, flieg rüber wieder nach Hause und turn, tap up und nochmal, pivot, Mambo, flieg rüber, kick, Boden, flieg rüber und dreh dich, tap up. Nummer 3, Knie Push Boden, Knie Boden. Tango und einer, Knie Push Boden, Tango, oh, einer, Tango, einer vergessen, Tap Up, jetzt hauen wir alle Tap Ups raus, alle Tap Ups weg, aber wir bleiben noch, Block 1, rechts und links und so weiter, bereit in 4, 3, 2 and straddle, L-Step. Mambo Cha-Cha. Nochmal Straddle. Bam, bam, bam. Hopp. Mambo Cha-Cha. Nummer 2. Pivot Turn. Flieg rüber. Kick Boden. Flieg rüber. Turn. Nochmal Pivot Turn. Keine Angst, die kommen nachher nicht zusammen. Flieg, sonst kriegen wir einen Drehbogen. Flieg, turn, Nummer 3, Knee Push.
Boden und Push. Tango. Nochmal, Knie, Boden. Tango. Und einer. Tap up. So, wir schneiden. Und dann werden die Übergänge wieder ganz anders. Und jetzt können wir richtig Gas geben. Ich würde sagen, ich mache mal die Musik noch ein ganz kleines bisschen lauscher. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. So. Das ist natürlich der günstigste Zeitpunkt, in die Musik einzusteigen, wenn gerade so eine Break ist, wo man gar nicht hört, wo der Takt ist. So, tap up. Hopp. So, wir haben Block Nummer 1 vor uns. In 4, in 3, 4, 3, straddle, los geht's. Bap, bap. L-Step. Mambo Cha-Cha. Und gleich Nummer 2, Pivot Turn. Flieg rüber. Disco. Hüpp. Und Kick. Bap. Dreh dich. Nummer 3, Knee Push. Also wenn man die Choreo, Tango, am Ende sieht, denkt man nicht, tap up, dass es eine easyste Choreo ist. Bam, bam, bam. Noch 4, noch 3, 4, 3, straddle. Hup, L-step, Mambo Cha-Cha. Aus dem Cha-Cha, gleich in den Pivot Turn. Und Mama, komm rüber, let's go. Pop. Dreh dich. Nummer 3, Knee, Push. Tango. Tap up. So, jetzt alles zusammen. Alle zusammen. In 4. In 3, 4, 3, let's go. Straddle. Und hoch, L-Step. Mambo Cha-Cha. Pivot Turn. Und Mambo. Flieg rüber. Hopp, tack. Und Kick. Dreh dich. Nummer 3, Knee. Push. Pam, pam. Nummer 1, straddle. Jetzt kriege ich sogar Gänsehaut. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würdet ihr mit mir steppen hier. Mambo Cha-Cha. Hopp. Pivot. Mambo. Flieg rüber. Hopp. Kick. Flieg. Turn. Knee, push. Und du hörst vielleicht die Musik. Tango. Let's go. Straddle. Mambo Cha-Cha. Pivot. Mambo. Flieg. Kick. Dreh dich. Knie. Push. Tango. Ich finde, noch einmal machen wir es. Straddle, los geht's. Straddle. Und hoch.
Kick und hüpp und turn. Letztes Mal Knee, Push, Tango und Schlusspose. Ihr habt es geschafft, wir haben es geschafft, ihr habt durchgesteppt und es sind immer noch 60 Leute online, der Hammer. Also, ich mache mal die Musik etwas leiser, aber wir grooven uns noch ein bisschen aus, bevor wir, nur hoffe ich, dass ihr noch ein bisschen was hört hier. So. Gut, steppe wieder irgendwo, marsch hier am Platz. So, ganz locker ausschütteln, locker ausgrooven. Tip my front, ganz easy, nur front tap. Wir rollen jetzt noch ein bisschen aus, dass die Herzfrequenz wieder runterkommt, dass wir natürlich fit sind für unser Shape, fürs Ganzkörpertraining mit dem Terraband. Und für alle, die jetzt nicht mehr mitmachen, vielen, vielen, vielen Dank jetzt schon für die schöne Stunde. Ich hatte am Ende echt ein bisschen Gänsehaut, weil ich es super, super schön finde und wirklich eine krasse Vorstellung, dass 60 Leute in ihrem Wohnzimmer einfach mit mir Step machen. Ist echt schön, diagonal. Und ja, umso mehr freue ich mich natürlich, dass die Community wächst und wächst und dass vielleicht auch Leute Step machen, die sonst nie Step gemacht haben. Ich kriege laute Nachrichten und es ist so schön. Ich musste gerade gucken, ob ich noch in der Musik bin, weil die ganz leise ist. Marsch hier nochmal am Platz. Ganz locker. 4, 3, 2. Nimm mal deine rechte Hand, dein rechtes Sprunggelenk. Schieb die Hüfte so leicht vor. Wir dehnen das in den Oberschenkel, weil wir doch ziemlich viel angewinkelt sind. Schau, dass deine Hüfte gestreckt ist. Da will man eigentlich gleich noch mehr. Hüfte schön vor. Naja, wenn ihr nicht genug kriegen könnt, dann müsst ihr noch eure Lieblingsmusik anmachen und versuchen, ohne mich zu steppen. Gut, stell mal die Ferse auf, Popo nach hinten und hier mal leicht nach hinten rein stretchen. Ich muss ja gestehen, ich habe Muskelkater. Ich habe am Montag gedreht und von Montag habe ich noch Muskelkater. Aber eigentlich ist der zweite Tag auch immer der, was am meisten ist. Schöne gerade Rücken. Und dann aufstellen, anderes Bein. Schnapp das Sprunggelenk. Hüfte vor. Ich glaube, ich brauche was zum Festhalten für das nächste Mal. So, schau, dass du deine Hüfte richtig schön streckst. Dein Knie hinter deinem Standbein ziehst. Richtig Spannung auf die Oberschenkelvorderseite bringen. Und dann die Ferse abstellen. Popo nach hinten. Dein Rücken sollte nicht rund sein, sondern gerade. Dann bringst du einen richtig schönen Zug auf die Rückseite. Locker. Mach hier nochmal locker am Platz. Ich würde sagen, wir machen nur nochmal Tap Up. Nur easy zum Ausrollen. Tap Up. So ein ganz kleiner Tap Up. Ohne viel Energie. Und nimm da einfach mal deine Arme so ein bisschen mit, wie sie schwingen. Gut. Schwing mal deine Arme rechts und links. Und rechts und links. Eine noch. Gut, wir kommen nochmal auf den Boden zurück. Atme tief ein und aus. Tief einatmen und ausatmen. Und dann schüttel dich aus, mach dich locker. Du hast es geschafft. Meine Musik ist auch zu Ende. Ich habe alles ausgepulvert. Das heißt, weiter ging meine Musik nicht. Und jetzt hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Ich muss nochmal hier ausmachen. Und ich freue mich, dass ihr alle mitgemacht habt. Trinkt nochmal ein Schlückchen. Macht euch bereit für die Shape-Einheit. Ihr braucht dazu ein Terraband oder ein anderes Gummiband. Und dann sehen wir uns gleich. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, auf den Daumen hoch zu drücken. Und ich freue mich natürlich über alle Spenden. Aber ihr müsst kein Geld ausgeben, um mich zu unterstützen, denn ihr könnt auch einfach nur einen Daumen hoch machen, die Klingel anmachen und mich weiterempfehlen und auch dann kriege ich mehr und mehr Zuschauer und vielleicht
wird die Community dann noch wachsen und wachsen und mal sehen, was dieses Jahr so alles möglich ist. Und mein Traum wäre ja, irgendwann vielleicht mit euch mal live zu trainieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, wenn ihr nicht mehr beim Shape dabei seid. Und bis später, also bis in 4 Minuten sogar. Tschüssi!